Hier ist wieder Plainbrown, heute mit einer neuen Let's Play Folge. Heute mit dem Nissan Silvia AeroKS. Und halt, AeroKS. Der S14 Generation sind wir immer noch. Heißt gesagt, wir haben noch eine S14 Generation vom Silvia. Heißt gesagt, um die technischen Daten noch schneller abzuklappern, haben wir denselben Motor wieder und an der Haube wie beim letzten Silvia. Heißt quasi, einen 2 Liter. Wir schauen uns mal den Motor kurz mal an. Na? Einen 2 Liter Turbomotor mit sage und schreibe 220 PS, also 162 kW. Der bringt 275 Newtonmeter auf die Hinterräder. Ein 5-Gang Schaltgetriebe. Und ja, von 0 auf 100 braucht er nur 6,5 Sekunden. Topspeed liegt bei 235 km/h. Der Wagen wiegt 1220 Kilogramm. Unser wiegt jetzt 1265 Kilogramm, genauso viel wie der andere, den wir im letzten Let's Play haben. Und ja, kurz gesagt, wir haben hier das Facelift-Modell, also aerodynamisch auch anders. Und Aero Package heißt, da hat Aerodynamikteile, Frontstoßstange und Heckspoiler hat er zusätzlich. Hatte ja andere auch. Hatte ja der andere auch dran, Heckspoiler. Aber die haben auch die Front noch mit einbezogen. Und der Wagen sieht dann und sieht auch noch deutlich aggressiver aus als sein Vor-Facelift. Und schauen wir mal ein bisschen hinein. Vom Innenraum tut sich auch einiges. Da haben wir ein bisschen modernere Sachen, aber wie eine Modellauffrischung ja gehört, muss es ein bisschen moderner sein. Und der Wagen soll laut Leistungsindex ein Hauch schlechter sein. Ich kann nicht verstehen, wieso. Wir haben einen größeren Heckspoiler, andere Stoßstangen. Und ja, große Heckspoiler sehen wir sogar. Und es soll auch wohl anscheinend sogar besser fahren. Und wir haben wieder einen echten JD am Start. Der Tacho geht wieder nur bis 180. Also, der alte bekannte 2 Liter Turbomotor haben wir auch, aber er steht deutlich sportlicher und aggressiver da. Aber ich will mal was gucken, was wir für Farben haben, bevor ich auf die Teststreckenrunde gehe. Wir haben Rot, Blau, das, na gut. Wir lassen den in diesem Rot. Ich hätte ein helleres Rot erwartet, aber Geschichte ganz kurz gehalten. Das ist hier das Facelift-Modell, man erkennt schon einige Sachen. Der andere war sehr rundlich, ist der hier schon etwas aggressiver gestaltet worden, aber trotzdem ist er noch nicht mehr so rundlich, sondern etwas kantiger geworden, etwas eckiger. Die haben den etwas eckiger gemacht vom Design her als sonst. Und wir fahren und fangen jetzt an, das Rennen zu fahren, also die schnelle Runde zu machen. Also die Frontstoßstange hat jetzt aerodynamische Wirkung und der Heckbereich auch. Also das Auto ist sehr von der Aerodynamik auch inspiriert. Für wen wird es jetzt sehr interessant, weil wir haben das Aerodynamikpaket. Fahrwerk wurde auch einiges, gewisse Sachen wurden auch nachgeschärft, aber nicht sehr. Aber sonst ist er dem anderen Silvia gleich geblieben, vor Facelift. Aber laut Vorder soll es wohl schlechter fahren, so. Und ich muss wieder mal kurz aus Vorder rausgehen und wieder reinnehmen. Irgendwas. Ich habe wieder Lenkbefehl wie ein Schwamm. Das ist. Letztes Mal war es nicht so, da konnte ich schön. Ja, jetzt. Wir sind so schwammartig. Aber schauen wir mal, wie er sich verhält. Ja. Also, er sich auch vom Fahrverhalten auch sich etwas anders verhalten. Aber hoffentlich nicht zum Schlechten. Er soll wohl ein Hauch schlechter sein nach Forza. Die gehen von der Aerodynamik auch sehr stark aus hier. Ja,
Von der Top-Spielern. Schauen wir mal. Aber Nissan Silvia, ich will jetzt nicht die Story sozusagen nicht nochmal aufmachen. Kurz gesagt, Nissan Silvia war den anderen Ländern als SX verkauft. Wir haben ein Japan-Modell und die japanischen Modelle nannten sich noch Silvia. So, kurzer. Ist auch ein sportliches Coupé, auch das vorletzte, die vorletzte Generation vom Silvia, bis der S15 kam. Und wenn der, als der S15 kam, hat Nissan beschlossen, die Modellpalette zu schrumpfen, weil so viele verschiedene Modelle von einer Palette zu machen, extrem viele Modellvarianten, da hat Nissan gesagt, wir müssen uns jetzt verschlanken. Wir haben gesagt, der Silvia fliegt raus. Dafür blieb der 300Z und der GTR. Also, wie soll man sagen, die haben so viele Modellvarianten im Nissan-Konzern gehabt. Nissan hat dann die Modelle rausgenommen, die nicht so profitabel waren, auch teilweise, und hat quasi einfach sehr viele Nissan-Modelle dann quasi weggegangen. Hieß quasi, ja, die haben viele dieser sehr bekannten Nissan-Modelle, die Nissan sehr bekannt gemacht hat, hat Nissan einfach durchgestrichen, weil erstens, der Wagen wird kaum verkauft, zweitens gibt es nur in diesen anderen Ländern, ist auch nur gefragt, und ja. Also Nissan hat Fahrzeuge gestrichen, weil es waren viel zu viele Fahrzeuge, was Nissan angeboten hat. Hat sehr viele Fahrzeugmodelle angeboten, hat sie in einigen Ländern schon überall verkaufen können. In einigen Ländern haben sie nicht verkauft, war sehr verwirrt, und ja, und der Silvia fiel dazu, weil erstens selten, zweitens Namensverwirrung, drittens, ja, gab es von dem auch sehr viele Varianten davon, und das hat jeden durcheinander gebracht. Also man hat sich verschlankt, um es besser zu verstehen, die Nissan Modellpalette. Jetzt bin ich still und jetzt geht's zur schnellen Runde.
So, wie fährt sich denn Nissan Silvia? KSAR, also das Facelift. Er fährt sich sogar besser, also. Er fährt sogar wesentlich besser und das, was soll hier Punkte sagen? Fahrwerkabstimmung? Etwas nachgeschärft, nur etwas. Aber ist er von der Abstimmung fast komplett gleich geblieben. Also da kann ich jetzt weniger als was sagen, so fahrwerksmäßig. Motor auch nicht. Und ich auch manchmal am Ende das Gefühl habe, dass er nicht so richtig durchzieht ab 160. Aber das hat aber seinen ganz, ganz anderen Grund und den spürt man. Wieso er sich KSAero heißt, wegen der Aerodynamikfelder, sich hier wesentlich anders. Er fährt deutlich noch sportlicher in den Kurven, er tut auch mehr untersteuern. Also er ist deutlich stabiler in den Kurven, wenn man aufs Gas geht, tut er auch nicht so richtig ausbrechen. Er bleibt, fährt sich mehr auf Schienen, also der andere fuhr auch sich mehr auf Schienen, aber der macht das, was du quasi machst. Und der Wagen fährt sich halt einfach anders bei höheren Geschwindigkeiten. Er fährt sich so stabil auf höheren Geschwindigkeiten. Du drückst schon mehr aufs Gas, weil du es deutlich. Du kannst sogar zügiger um die Kurve fahren. Und schon bei 215 erreichen wir schon hier eine hohe Geschwindigkeit. Und wir waren schon mit dem anderen schon bei 220. Also, von der Aerodynamik her ist er anders. Und von der höheren Geschwindigkeit. Also, ich denke mal, dass er von der Topspeed her nicht so mitgehen kann wie sein. Das Vorfacelift. Vorfacelift-Modell und quasi das Nicht-Aero-Modell, also das Non-Aero, wo quasi die Bespoilerung deutlich dezenter ausfiel, der wird das deutlich, deutlich schneller, wesentlich schneller laufen, aber das deutliche, was dem eigentlich schlechter macht, ist eigentlich nur die Top-Speed, die wird nur schlechter und der Motor muss nur. Und der Motor ist immer noch spritzig, immer noch sehr spritzig, er geht gut zu schön aufs Gas und wenn ich aufs Gas trete, geht er auch quer. Also er geht immer noch quer und das macht er immer noch mit Freude, das Heck mal schwenken lassen. Und unter dem Treterbereich zieht er immer noch richtig gut durch.
Nur bei höheren Geschwindigkeiten merkt man, dass er wirklich schon anders ist. Also bei höheren Geschwindigkeiten tut er sich schon etwas schwerer, deutlich schwerer langsam, etwas schwerer schon, ab 160. Und das merkt man so ein bisschen, weil der andere hat ja nur marschiert am Ende, weil er von der Dynamik her ja nicht so viel abgebremst worden ist. Und ja, wie ich sag, was sagt die Rundenzeit? Wir haben eine 2 Minuten 41.871 und da sind wir mit dem Aerodynamik-Paket, Aero-Paket, was er da hat, normalen, ist ja ein 98er Silvia, wir können sich auch tun, aber 7 Leistungsindexpunkte niedriger, kann ich nicht verstehen, aber wir sind dann 3, 5, 4 Zehntel schneller und das ist schon eine Ansage, 4 Zehntel schneller als der Vorfacelift, auch wenn der Vorfacelift, glaube ich, auch als Aero gab, das weiß ich jetzt noch nicht. Da habe ich mich nicht so schlau gemacht, aber rein von der Aerodynamik ist er nur langsamer geworden, wenn er jetzt diese Spoiler-Paket und eine andere Front, also die Änderung nicht hätte, die Aerodynamik-Paket nicht hätte, dann wäre er wahrscheinlich sogar genauso schnell, aber wieder etwas langsamer in den Kurven. Aber trotzdem macht das richtig viel Spaß, den zu fahren, und wir fahren jetzt quasi nochmal im Wagen. Jetzt im Highspeed-Bereich. Da sehen wir dann, wie sehr das Aerodynamik-Paket ihn so sehr abbremst. Was um die 230 konnten wir hinkriegen. Wir haben ja auch denselben Motor, dieselbe Technik. Also müsste er aber auch die 230 auch hinkriegen. Aber, weil wir aber diese Aerodynamik-Paket ja dran haben, dass aerodynamisch etwas verändert worden ist, müsste er auch langsamer sein. Und Thema langsamer, wir haben den vor uns, den Standard Silvia. Und wenn wir jetzt hinkriegen, ich muss jetzt in den Fotomodus dabei gehen und so, in den Fotomodus, da können wir mal beide vergleichen. So, also die Rückleuchten haben sich verändert. Das ist jetzt mehr geteilter, was bei dem noch, ja gut, auch geteilt, aber die Teilung ist deutlich größer, die Abtrennung. Dann vom Design vor. Ja, viel haben sich nicht verändert, aber hier der Spoiler. Also Spoiler, Dings hat sich hier verändert und wir schauen mal, gut. Und ja, so. Also Spoiler fällen in die gleichen. Wir haben auch einen anderen Seitenschwelle, also Facelift. Technisch sind wir, aber das aggressivste. Hier hatten wir Silvia vorne draufstehen am Kühlergrill, hier haben wir es nicht mehr. Und wir haben das Silvia-Logo und da war hier noch rundlicher. Und deutlich rundlicher und wegen der rundlichen Ecken ist er auch deutlich schneller, also Windschutzbürger. Wir haben ja eckige, aber das Aerodynamik-Paket haben wir ja auch. Und jetzt von der Seite haben wir auch andere Seitenschweller. Wir haben auch Anbauten, der hat es nicht, also ist von technischen, aber wir haben den größeren Heckspoiler und ein anderes Heckstoßstangen, dann ist auch etwas anders und ja. Also wir haben das Modell jetzt so technisch zerlegt und wir haben eine dritte Bremsleuchte woanders. Wo Silvia draufsteht, steht bei uns kein Silvia mehr, sondern Silvia ist nach links gewandert. Und nicht mehr in der Fahrzeugmitte, wo jetzt der dritte Bremsleuchte ist. So, jetzt fahren wir mal richtig schnell. Und ich muss schon sagen, Höhegeschwindigkeiten macht er auch richtig gut. So, jetzt beschleunigen wir wieder. Wir sind im fünften Gang. Kam ich bislang jetzt noch nicht dazu in den Teststreckenrunden, war beim anderen kam ich schon in den fünften. Bei dem hier komme ich jetzt erst in den fünften.
Also, er ist schon, man merkt schon die Dynamik schon bei höheren Geschwindigkeiten. Bei 200 ist es schon deutlicher, wie langsamer er ist. Aber ich bin mal gespannt, wie sehr sich das noch mehr auswirkt. Er zieht schon etwas langsam auf 200 durch, weil wir in der Dynamik her. Jetzt müssen wir schalten. Im fünften, ja, das haben wir beim anderen Modell. Konnten wir sogar richtig den vierten Gang durchziehen. Hier mussten wir schon mal schalten. Oh. So, er zieht noch mal weiter gut durch. Habe ich auch die Zylinderzahl gesagt? Das fällt mir so langsam auf, weil, wenn ich jetzt überlege, ich gucke mal in Erinnerung, ja, es sind, aber ganz gesagt, es sind alles rein Vierzylindermotoren bei dem Silvia. Also. Alles 14 in der Motoren, also keine Sorge. Ja, wie gesagt, auf dem Grad ist er nicht der schnellste wegen der Dynamik her. Aber schauen wir mal, wie schnell er geht jetzt. Den Streckenteil. Also ist ein bisschen vermasselt gehabt bei dem anderen, aber. Ja, muss ich doch wieder runterschalten. Tut sich wirklich bei 230 noch schwerer, bei 230. Ja, jetzt haben die 230 erreicht, 235. Ach, dann tut sich schwer. Der andere hat sich schwerer getan, was sehr geschwind. Der viel zieht ja noch ein bisschen. Also, so 50 kann ich bei dem sogar eher abnehmen, aber wieso von der Dynamik her, dass ich ihn eher abnehmen kann. Weiß ich, er kriegt die 250 besser hin. Ist einfach sogar schneller. Na, ja, da kommen jetzt der andere mal so ein bisschen schneller. Da hat er hier schon. Ah. Ich meine, der Runde, der ältere war schneller auf dem Teil.
Bin aber schon beeindruckt, dass die Fahrzeuge, die ich manchmal denke, die tun sich schwer bei 200. Das ist nicht so sehr. Schon ein bisschen schwer tun, aber nicht so extrem schwer. So, und dann haben wir noch die schnelle Runde. So, was machen wir jetzt als nächstes noch? Und dann ist schon los. Wir machen jetzt das einen Rundkurs. Kann er auch sogar seine Rundkursfähigkeit beweisen. Ja. Ich schlaf gleich rein, aber nee. Schlafen wird später. So, dann geht's noch nächstes Jahr. Heute Livestream, mal schauen, wie spät ich nach dem Hochladen des Videos tue ich dann sofort Livestream. Wenn das Video hochgeladen ist, bin ich schon live. Auf Twitch. Na, schauen wir mal. Wie früh ich da live bin. Ja, eineinhalb Stunden die Aufnahme brauchen, hochgeladen zu werden. 9 Uhr. Ja, ich sag mal, um 10 Uhr bin ich live und ja. Und was geht dann in der nächsten Let's Play Folge? Die wird sogar eine am Montag erscheinen, weil ich habe Urlaub, habe ein bisschen Ruhe. Schmeiße ich halt eine am Montag nochmal raus, eine Let's Play Folge zum Silvia, aber zum letzten, zum S15. Dann haben wir erstmal die ganzen Silvias durch und der Tag rückt näher. Der Tag der Wahrheit rückt immer näher, dass es bald mit Forza vorbei ist, mit Horizon 4 aber. Lass uns ins neue Horizon 5 einkehren. Die Frage ist dann, werden wir immer noch Let's Play Folgen haben? Ja, wir werden noch Let's Play Folgen machen. Wird nur halt etwas anders ablaufen und da bin ich mal gespannt, wie anders. Und jetzt ruckelt's. Ah, interessant. Hat noch nie hier geruckelt und jetzt ruckelt's hier. Also, solche Mikro-Ruckler. Kleiner, leichter Ruckler habe ich hier gerade. Sehr interessant. Ich habe aber trotzdem bei 90 FPS.
Jetzt habe ich wirklich übertrieben. Jetzt habe ich so übertrieben in den Kurven einfach. Jetzt habe ich zu stark gecuttet, habe doch zu sehr mit dem Gas übernimmt. Hat so viel Vertrauen zum Wagen plötzlich gehabt. Manchmal, ich könnte die Kurve so packen. Nee. Nicht. Und gesagt, nee, du fliegst dabei aus der Kurve. Wenn wir der Wagen sagen. Gespannt. Oh. Das ging schon gut los. So, ich verabschiede mich, sag tschüss und noch was. Heute ist Sonntag, ihr geht bitte wählen. Es ist wirklich ein wichtiger Tag heute. Ich kann nur euer Appell, geht wählen. Die aktuelle Regierung, ja, ich weiß, ihr mögt es auch nie, ja, die gerade noch aktuell ist, aber bitte nicht aus Protest die AfD wählen. Bitte nicht nur aus Protest. Bitte nicht die AfD wählen. Ich bitte euch nur drum. Ich bitte es euch nur drum, dass ihr nicht die AfD wählt. Kann nur drum beten, kann es aber auch nicht bestimmen. Wir wollen mal schauen, wen ihr wählt. Ich wähle die nicht. Weil, ja. So. Das ist ein kurzes Statement. Heute ist Wahltag, also wenn ihr die Folge irgendwann später seht, könnt ihr denken, ach, die Folge war doch an einem Wahltag. Ja, ausgerechnet an einem Wahltag. So, und ich verabschiede mich. Wir sehen uns im... Ja, ich bin noch ein bisschen am Pen. Im Twitch-Stream. Gleich, sobald die Folge hochgeladen ist, gehe ich dann live. Und das wird ein bisschen dauern. Und ich sage tschüss. Habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns ab Montag wieder in der nächsten Let's Play-Folge mit dem S14. Und ich sag mal, adios, amigos.